Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es ist mal etwas anderes, beziehungsweise ist mal wieder eine Konferenz, aber diesmal aus der zweiten Liga, die Samstagskonferenz. Drei meiner Meinung nach interessante Spiele, plus dazu das Samstagabendspiel Werder Bremen gegen Darmstadt, Platz 3 gegen Platz 1, also auch spannend. Es geht in allen Spielen um ja, Aufstieg oder Abstieg. Viel Spaß beim Zuschauen, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten und los geht's mit der Konferenz. Und damit ein ganz herzliches Hallo zur Konferenz am Samstagnachmittag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir haben drei Spiele für Sie parat, der FC Schalke 04 gegen Hannover 96, Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger Sportverein und der SV Sandhausen gegen den FC Hansa Rostock. Wir starten in Gelsenkirchen, der FC Schalke 04 ist drauf und dran, oben die Aufstiegsränge ein wenig aus den Augen zu verlieren, da gilt es jetzt eben heute diese drei Punkte gegen Hannover einzufahren. Hannover hingegen, die stehen unten in der Tabelle, haben wir eben auch einmal schon drauf geblickt. Die sind 14. Da muss man wirklich aufpassen, nicht noch zumindest den Relegationsrang nach unten zu belegen. Das ist die Aufstellung des FC Schalke 04. Und damit gehen wir mit den ersten Eindrücken ab, und zwar nach Sandhausen. In Sandhausen haben wir ein waschechtes Abstiegsduell, wenngleich man sagen kann, Hansa Rostock, ja, die stehen gar nicht so schlecht. Da haben 4 Punkte Vorsprung auf Platz 16, Sandhausen immerhin auch 3. Das heißt, diese beiden Mannschaften hier in Sandhausen, die trennen nur 1 Punkt in der Tabelle. Mit einem Sieg könnte Sandhausen an Rostock vorbeiziehen. Andersrum, Rostock würde die Abstiegsränge doch etwas distanzieren können. Wird am Ende die Frage sein, wer stellt sich momentan besser an, und das kann man nicht so leicht beantworten. Sandhausen ist gut drauf, Hansa Rostock hat auch einen richtigen Lauf. Es dürfte also ein offenes Spiel werden, und mit den letzten Eindrücken hier aus Sandhausen gehen wir nach Düsseldorf zur letzten Station. Und hier heißt es wirklich last but not least, häufig doch eine Floskel, aber hier ist es ganz, ganz deutlich so. Wir blicken auf die Aufstellung der Gäste nach einem Corona-Ausbruch. Ist es noch etwas zusammengepuzzelt, aber da steht natürlich eine richtig gute Mannschaft auf dem Feld. Aber wir sehen es, auf der Bank sitzen 3 Torhüter. Das ist dann schon relativ aussagekräftig. Der HSV, also mit einem Spiel weniger, das Duell der letzten Woche wird dann in Kürze wiederholt. Für Düsseldorf geht es darum, die Abstiegsplätze noch weiter zu distanzieren. Auch sie haben, wie Hansa Rostock, 31 Punkte. Aber sie haben heute ja mit dem HSV ein ganz großes Programm vor sich. Düsseldorf wird anstoßen in den roten Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Und dann starten wir hier rein. Sicherlich ist es hier ja erstmal ein kleines Abtasten. Wo stehen beide Mannschaften? Für den HSV, wie gesagt, etwas schwer momentan in Anbetracht der Personallage. Fortuna Düsseldorf hatte aber auch letzte Woche ein brutales Programm gegen den SC Paderborn. Da kassierte man erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer, obwohl man auch extrem personalgebeutelt war. Und jetzt haben wir hier die erste Chance für den HSV, und Moritz Heier sieht ganz früh in der Partie die gelbe Karte noch nachträglich für dieses Foul, ja auch vollkommen zu Recht. Aber dann dieser Schuss hier von Jatta, und der hat es in sich. Erste Parade Kastenmeier, erstes Highlight hier. Wir geben ab nach Schalke. Frühe gelbe Karte, erster Torschuss. Hier ging es bislang etwas langsamer los, aber das ist sicherlich nur die Ruhe vor dem Sturm. Der FC Schalke 04 muss sich jetzt wieder beweisen. Terodde kommt nicht durch. Hannover 96 befreit sich aber auch nicht gut, und Schalke kann den nächsten Angriffsversuch starten. Doch diese Schüsse mit 5-6 Mann vor dem Ball sind nicht sonderlich effektiv. Schalke aber auch beeindruckend, dann doch wiederum sehr souverän das 3:0 gegen Ingolstadt, auch wenn es lange Zeit nicht so gut aussah. Bis hierhin 0-0, wir geben nach Sandhausen.
Ja, hier merkt man, dass es schon ein ziemlicher Abstiegskampf werden könnte. Duljevic hakt hier nach, holt sich in der 13. Minute die gelbe Karte ab und muss jetzt aufpassen, gibt aber Eckball für die Gäste. Also auch eine nachträgliche gelbe Karte, wie schon in Düsseldorf. Eckball von der linken Seite auf den 5-Meter-Raum getreten. Senga am ersten Pfosten kann ihn rausköpfen, aber etwas zu unpräzise. Wieder Simon Rein am Ball, bekommt den Ball von Riedel wieder. Riedel legt den Ball jetzt zu Ingelsson. Rein, Ingelsson, Sandhausen extrem tief. Wir sehen das hier. Alle Mann hier 30 Meter vorm eigenen Tor. Das verdichtet sich hier extrem und dann kann Sandhausen auch den Ball gewinnen. Aber die Umschaltaktion über Suku wird etwas ausgebremst. Der lange Ball ist auch zu unpräzise. Naja, vielleicht kommt noch was. Jetzt erstmal nach Düsseldorf. Ja, geben wir dem Ganzen ein bisschen Ruhe in Sandhausen. Hier in Düsseldorf hingegen geht's richtig ab. Die nächste gute Chance. Jatta scheitert wieder an Kastenmeier. Es ist ein richtig guter Auftritt der Gäste, die wohl heiß sind, nachdem sie am letzten Wochenende nicht spielen durften gegen Aue und vor allem auch nicht spielen konnten. Sie waren ja froh, dass das Spiel abgesagt wurde, im Gegensatz zu Düsseldorf, die wie angesprochen gegen Paderborn ran mussten. Und jetzt gibt es die nächste Chance. Wagnumann. Etwas aberwitzig fast, dass es hier noch 0:0 steht, denn eigentlich, was die Expected Goals angeht, da liegt der HSV sicherlich schon deutlich über der 1,0. Aber nach 20 Minuten steht es eben nach wie vor torlos. Den Eckball gucken wir uns noch an und Zimmermann vertraut auf seinen Keeper. Kastenmeier ist aber aufmerksam. 0:0 hier. Vielleicht ja ein Tor auf Schalke. Hier ist man ein bisschen weiter weg von einem Tor, weil der FC Schalke 04 sich wirklich sehr schwer tut gegen kompakt stehende Hannoveraner. Und Hannover muss eben auch noch nach oben schauen. Da sah es zwischenzeitlich wieder etwas rosiger aus, aber die 0:3-Pleite daheim gegen zugegeben formstarke Nürnberger hat dann doch wieder einige Fragen aufgeworfen. Jetzt 25 Minuten in der Partie ist es kein Leckerbissen, den wir hier in der Veltins Arena haben. Sebastian Kerk mal mit dem Pass, aber Matriacini ist aufmerksam und Freisel kann den Ball am Ende unter sich begraben. Wir warten also weiterhin auf den ersten Treffer in der Konferenz. Schalke tut sich hier wirklich extrem schwer, Gefahr zu erzielen. Es ist auch nicht einfach, das darf man auch nicht sagen. Und langsam wiederhole ich mich auch des Öfteren. Aber so sieht das hier weitestgehend aus. Nach 30 Minuten Schalke versucht, kommt nicht durch und wir geben ab. Und Sandhausen kommt über Aydini zum Kontern. Ist da aber auch relativ alleine gelassen. Aydini jetzt verliert da zu viel Tempo. Und Rostock ist dann wieder gut sortiert in der Defensive. Sowas muss mal schneller ausgespielt werden. Denn das ist genau die Stärke des SV Sandhausen. Aber wenn sie dann diese Möglichkeit nicht nutzen, die weit aufgerückten Rostocker zu überraschen, dann ist es am Ende schwierig, überhaupt einen Treffer zu erzielen. Und Rostock kann auch kontern. Etwas glücklos unter dem Strich, aber noch bislang die Angriffsversuche auch von der Kogge. 0:0 dürfte aber kein allzu groß überraschen, wenngleich Rostock ja zuletzt wirklich teilweise Torfestivals abgeliefert hat. 3:2 gegen Kiel, 4:3 gegen Schalke, also hier passiert vielleicht noch was, aber jetzt noch nicht. Hier in Düsseldorf, wie gesagt, waren wir bislang am dichtesten dran. Das sind viele Chancen, die der HSV hatte, aber nicht verwandeln konnte. Düsseldorf ist nach vorne relativ unsichtbar bis dato gewesen und der HSV kommt noch einmal. Knapp 5 Minuten vor dem Seitenwechsel. Das ist mal Glatzel und wieder Kastenmeier. Hoffmann klärt nicht gut, Zimmermann unterstützt ihn dann, aber Pripp jetzt dazwischen. Das war mal eine riesige Chance. Mal wieder, möchte man sagen. Der HSV schafft es aber nicht, die Möglichkeiten zu verwandeln. Wir haben das erste Tor und zwar auf Schalke. Also bitte ab in die Veltins Arena. 1:0 für den FC Schalke 04.
Marius Bülter erzielt den ersten Treffer des Tages. Nicht unverdient, doch etwas überraschend zu diesem Zeitpunkt. Bedient von Simon Terodde steht da Bülter ziemlich frei aus 10 Metern. Setzt er den Ball dann ins Tor vorbei an Ron-Robert Zieler. Da kann der Keeper der Hannoveraner natürlich nichts mehr machen. Wird er etwas alleine gelassen von seiner Defensive. Und Hannover 96 liegt nach 41 Minuten zurück. Hätten sich sicherlich gefreut über dieses 0:0 zur Pause, denn nach vorne war das bislang wirklich sehr überschaubar. Jetzt aber mal Bayer, der noch versucht, die Akzente zu setzen, aber es kommt nicht wirklich was zustande. Bayer nochmal, Sebastian Stolze zu Ondua, aber Schalke steht eben auch nicht so schlecht. Verteidigen, das können sie ja. Dimas Kerk. Ja, das war zumindest nochmal was vor dem Seitenwechsel. In den anderen Stadien rollt der Ball ebenfalls seit einigen Augenblicken schon nicht mehr. Deswegen verabschieden wir uns aus Durchgang 1, haben das Tor von Marius Bülter gesehen in der 41. Minute und hoffen, dass in Durchgang 2 noch ein paar mehr Tore fallen. Bis gleich. Ja, hier habt ihr kurz die Ergebnisse der Halbzeit im Überblick. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten viel Spaß bei Durchgang 2. Willkommen zurück in der Konferenz. Wir starten in Sandhausen im BWT-Stadion am Hartwald, wo der FC Hansa Rostock jetzt im zweiten Durchgang versucht, von links nach rechts das erste Tor hier zu erzielen. Der FC Hansa macht es etwas besser. Sandhausen wirklich sehr passiv und die Kontersituation, wir hatten die eine beispielhaft gesehen, konnten sie bislang noch nicht ummünzen. Rostock hat wirklich in den letzten Wochen Selbstvertrauen getankt, das kann man nicht anders sagen. Und jetzt kommen sie über Becker, Okorodji klärt zur Ecke. Tor auf Schalke! Und wir haben ein Tor, das nächste, das zweite und wieder auf Schalke. 2:0, wieder auf Schalke und wieder Marius Bülter. Stiehlt hier heute Simon Terodde ein wenig die Show. Wird da gut von Paulsson freigespielt. Versenkt ihn dann mit dem linken Fuß unten rechts. Franke kommt auch zu spät. Zieler ist wieder ohne eine Abwehrchance. Und so kann man aus Schalker Sicht mal reinstarten. Bekommen wir in Düsseldorf jetzt auch ein Tor. Der HSV arbeitet dran. Glatzel. Kastenmeier. Der ist bislang unüberwindbar. Natürlich damit auch der Mann des Spiels. Ist eigentlich schon in die andere Ecke unterwegs. Dann bekommt er doch noch die Hände raus. Fortuna Düsseldorf spielt hier wirklich mit dem Feuer. Kittel bringt den Eckball. Der ist gut. Und Glatzel, jetzt ist er drin. 0:1, 52. Minute. Der HSV geht in Führung und das ist sowas von überfällig. Man kann es kaum noch beschreiben. Tolle Ecke von Kittel. Wirklich maßgeschneidert. Der Ball für Robert Glatzel am zweiten Pfosten setzt sich dagegen Hoffmann und Naray durch. Und nickt ihn ein. Da ist dann sogar Kastenmeier machtlos. Auch wenn er hier trotzdem fast noch an den Ball kommt. Aber dieses 0:1, es fällt ja fast schon zu spät. Dürfte aber die Hamburger jetzt erstmal nicht interessieren. Sie wollen natürlich gerne nachlegen. Düsseldorf wechselt, wir wechseln auch und geben nach Schalke. Das 2:0 sicherlich ein Dämpfer für Hannover, kurz vor und kurz nach der Pause Tore zu kassieren, ist immer schwer zu verarbeiten, zumal im ersten Durchgang nicht so viel der Hannoveraner Offensivkraft zu sehen war, aber
Das ist ja auch das große Manko in dieser Saison bei Hannover 96. Die Tore, da stehen sie wirklich weit unten. Tor in Sandhausen. Und wir haben Tor in Sandhausen. Das gucken wir uns an. 0:1. Wie schon in Düsseldorf trifft auch hier der Gast. Kurz nach der Pause Jean Verhoek. Der niederländische Torjäger vom Dienst. Schließt trocken ab. Behauptet sich gegen Sirov. Und kommt auch an Dreves vorbei. Nach 57 Minuten ist hier also endlich der Knoten auch geplatzt. Und jetzt muss Sandhausen kommen. Jetzt muss Sandhausen mehr machen. Ansonsten wird es hier eine Niederlage geben. Und das wäre schmerzhaft gegen einen Konkurrenten. Und Rostock will nachlegen. Ingelsson kommt aber nicht durch. Tom Tribol dazwischen. Aber man kann es hier sehen. Die Umschaltaktion. Ja doch, jetzt war es mal etwas besser. Suku, Sebio Suku. Bachmann. Der Pass auf Aydini ist nicht schlecht, aber er kommt zu spät. Abseits. Position. Boah, brutal knapp. Aber er war eh nicht drin. Hier wird gewechselt und wir wechseln auch. Wir sind wieder in Düsseldorf. Und klar, die Gastgeber müssen jetzt kommen. Und komm mal über Ioa. Das ist wohl hier heute ein bewährtes Mittel. Nach Standardsituation auf den zweiten Pfosten getreten. Dann ein großer, kopfballstarker Spieler. Ioa schafft es aber nicht, den so wie Glatzel zu platzieren. Aber zumindest war das eine Annäherung, mit der man ja durchaus arbeiten kann. Der Hamburger SV sollte bestmöglich das 2:0 nachlegen. Ansonsten kann nach hinten raus eben immer was passieren. Düsseldorf hat jetzt eben angedeutet, in welche Richtung es gehen könnte. Aber der HSV ist nach wie vor die spielbestimmende Mannschaft. Sonny Kittel aus der zweiten Reihe. Aber zu wenig, um Kastmeier wirklich in Bedrängnis zu bringen. Und der macht das Spiel jetzt mal schnell. Über die rechte Seite wäre Platz. Ioa, der aber in den Rücken gespielt von Naray. Und dann dauert das auch alles wieder ein bisschen. Der HSV ist ganz gut sortiert. Zimmermann zu Ioa nochmal raus. Naray. Zimmermann. Aber das ist brotlose Kunst. Schalke bitte. 20 Minuten noch zu spielen. Teuchert erobert den Ball auf der rechten Seite. Bringt ihn auch auf den zweiten Pfosten. Aber Freisel ist sattelfest und sichert sich erstmal den Ball. Schalke lauert hier auf die entscheidende Umschaltsituation. Das 3:0 wäre natürlich die Entscheidung. Hannover hat aber nochmal Lust nach vorne zu spielen. Weidern sieht in der Mitte Kerk. Und da ist es. Das 2:1, der Anschlusstreffer. Hannover 96 ist wieder in der Partie und das hat sich Schalke im Mittelfeld selbst zuzuschreiben. Etwas zu fahrig, dann Meiner auf Weidand, der da schon völlig frei ist und im 5-Meter-Raum dann Kerk, der den Fuß nur noch hinhalten muss. Geht sogar Risiko, holt nochmal aus, trifft den aber dann trotzdem souverän und versenkt ihn im Netz. Und damit kann es hier nochmal spannend werden in den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit. Das hat sich der FC Schalke 04 sicherlich anders vorgestellt, aber aus konferenztechnischer Sicht kann man sich das durchaus gefallen lassen, denn jetzt ist es auf allen Plätzen spannend, jeweils ein Trefferunterschied und Hannover kommt über Muroja, Muroja! Freisel hat den Ball. 10 Minuten noch hier, so auch in Sandhausen. Und Rostock führt nach wie vor. Will das 2:0 erzielen. Bentley Baxter Bahn kommt nicht durch gegen Sirov. Und Sandhausen versucht es wieder umzuschalten. Aber das ist immer noch zu langsam. Immer noch zu viele Spieler
der eigenen Mannschaft hinter dem Ball und dann können diese Situationen kaum mal gefährlich werden. Tribol rechts raus, aber auch das ist viel zu unpräzise. Sieht momentan nicht so aus, als würde hier noch was passieren. In Düsseldorf vielleicht. Düsseldorf probiert es über Eoa. Der nimmt Naray mit, aber ein ganz schwacher Pass. Sebastian Schonlau ohne Probleme. Und der HSV gewinnt wichtige Sekunden bei diesen Ausflügen nach vorne. Dann ist der Ball aber doch relativ schnell wieder weg und Düsseldorf darf sich nochmal versuchen im Spiel nach vorne. Aber diese Pässe, sie sind nach wie vor zu unpräzise. Düsseldorf schafft es einfach nicht, den Ball lange mal in den eigenen Reihen zu halten und sich dann Stück für Stück nach vorne zu arbeiten. Die Umschaltsituationen sind dafür auch viel zu ungefährlich, als dass hier irgendwie was Gefährliches bei rauskommen könnte. Und so trudelt hier die Zeit so langsam Tor in Sandhausen aus. Und wir haben nochmal ein Tor in Sandhausen. Der Ausgleich in allerletzter Minute. Der SV Sandhausen macht das 1:1. De Ville mit dem Lucky Punch in der ersten Minute der Nachspielzeit. Die Rostocker am Boden. Sie lassen sich auskontern in der Nachspielzeit bei 1:0 Führung. Das darfst du keinem erzählen. Und Kolke ist machtlos. Präziser, harter Schuss ins obere linke Eck. Und die Sandhäuser holen sich allem Anschein nach in letzter Sekunde doch noch einen Punkt. Und so ist es auch. Es ist vorbei. Rostock rettet die Führung nicht über die Zeit. Es bleibt beim 1:1. Und jetzt schauen wir nochmal nach Schalke. Wo Hannover nochmal kommt. Eben eine Chance hatte durch den eingewechselten Mike Franz. Ja, der spielt auch noch bei Hannover. Und wurde eingewechselt. Weidand, aber Itakura ist dazwischen. Salazar, das ist es gewesen. Es bleibt dabei. 2:1 gewinnt der FC Schalke 04 gegen Hannover 96. Nicht unverdient am Ende, aber doch relativ knapp das Ganze. Das dürfte Schalke egal sein. Matchwinner, Doppelpack, Schütze, Marius Bülter. Und wir schauen nochmal nach Düsseldorf. Das ist aber auch schon vorbei. Ja, Düsseldorf hat im Endeffekt einfach zu wenig nach vorne gemacht. Hinten hatten sie ja lange Zeit Glück, dass Kastenmeier so einen überragenden Tag hatte. 6 Schüsse hatte Glatzel alleine. Einer davon fand den Weg ins Tor. Und das war der Entscheidende in diesem Fall. Der HSV gewinnt, bleibt obendran und holt sich ganz wichtige 3 Punkte. Düsseldorf muss also weiterhin nach unten schauen. Das war's aus der Konferenz. Jetzt noch das Topspiel Bremen gegen Darmstadt. Der SV Werder Bremen empfängt den SV Darmstadt am Samstagabend und das ist ein absolutes Topspiel. Platz 3 gegen Platz 1. Tragisch etwas, dass Marvin Duksch ausfällt auf Bremer Seiten, der Top-Torjäger. Die Darmstädter hingegen dürfte das durchaus erfreuen, aber trotzdem, die Offensive bei Werder Bremen gut besetzt. Vielmehr macht man sich in der Defensive etwas Sorgen. Da fallen Friedel, Toprak aus, das sind Ausfälle, die man nicht so leicht kompensieren kann. Werder Bremen aber versucht das Spiel sowieso von dem eigenen Tor fernzuhalten und so hatten sie hier eben auch schon die erste Chance in der Frühphase. Und Werder blieb dran. Schmid, toller Ball auf Volte Made. Romano Schmid im Nachschuss scheitert an Isha Wood, aber das hier ist eine ganz starke Auftaktphase der Bremer. Eckball in der 20. Minute. Bittencourt, aber erstmal von Holland abgewehrt. Werder bleibt dran. Woltemade zu Niklas Füllkrug. Und jetzt ist es doch passiert. In der 21. Minute das 1:0 für den SVW. Zu dem Zeitpunkt vollkommen verdient. Stark von Füllkrug.
versucht hier ein Stück weit seinen kongenialen Partner Duxch zu ersetzen oder zu kompensieren. Machte das mit Woltemade wirklich gut. Aber Darmstadt hatte dann auch nochmal einen, kurz vor der Pause, in der 42. Minute Aaron Seidel. Der scheitert aber am Keeper der Bremer, Pavlenka, mit einer guten Tat, hält das 1:0 zur Pause erstmal fest. Es ging durchaus in Ordnung, diese Führung, wenngleich eben Darmstadt doch vor der Pause zumindest mal gefährlich vors Tor kam. Wir gehen in die zweite Hälfte, knappe Stunde mittlerweile gespielt. Werder Bremen, die nach wie vor bessere Mannschaft, der SV Darmstadt mit leichtsinnigen Fehlern. Agu holt sich den Ball nach Fehlpass von Seidel. Woltemade wirklich sehr auffällig. Woltemade, Halbschuss, Halbflanke, landet dann in den Armen von Marcel Schuhn. So richtig gefährlich wurde es in der Szene nicht. Aber Bremen versuchte hier auf das 2:0 zu gehen. Und Darmstadt, sie kam nur stichpunktartig nach vorne. Bader, Seidel, Bader zu Tobias Kempe. Und das war eine gute Möglichkeit. Toller Schuss von Tobias Kempe in der 66. Minute. Aber es war unter dem Strich zu wenig, was Darmstadt nach vorne brachte. Wir springen schon in die Schlussphase. 85. Minute. Noch einmal der Versuch, etwas zu schaffen, zumindest ein 1:1 mitzunehmen, wäre hier extrem wichtig aus Darmstädter Sicht. Ishawood, Seidel, Rapp dazwischen, resolut aber nicht unfair, und das zeigte einfach, Bremen war gewillter, rettet dieses 1:0 auch vollkommen verdient über die Zeit, zieht damit in der Tabelle an Darmstadt vorbei und kann sich freuen. Jo, das war's mit der Prognose. Mal etwas anders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.